Das Salz und die moderne Touristik haben für das Berchtesgadener Land eine gemeinsame Bedeutung. Von alters her war die Gewinnung von Salz ein enorm wichtiges Handelsgut, das Geld einbrachte. Die moderne Touristik hat heutzutage das Salz als die größte Einnahmequelle abgelöst. Dennoch hat in der Neuzeit das Salz als Heil- und Kurmittel eine nicht minder wichtige Rolle erhalten. Bereits in der Frühgeschichte war das Salz ein kostbares Gut und als weißes Gold bekannt und sehr begehrt. Man brauchte Salz vor allem zur Konservierung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln. Weil das Salz so kostbar war, wurde die Gewinnung, wen wundert's, mit Waffengewalt erstritten und auch verteidigt. 15 vor Christi erschienen die Römer im heutigen Berchtesgadener Land und fanden in Hahl, das heutige Bad Reichenhall, eine Saline von lokaler Bedeutung vor. Die Römer forcierten die Salzproduktion und machten Hahl ad Salinas zur leistungsfähigsten im gesamten Alpenraum. Die hier auf natürliche Weise dem Erdboden entspringende Sohlequellen wurden gefasst und in tönernen Öfen versotten. Nun aber genug vom Salz. Fast jeder Ort mit natürlichem Sohlevorkommen ist auch ein Kurort. Neben den Kurgästen ziehen die Heilbäder aber auch die gewöhnlichen Touristen an. So ist auch Berchtesgaden eine Stadt, die viel Attraktionen bietet, die die Touristen anziehen. Machen wir doch einmal einen Stadtbummel und sehen uns Berchtesgaden genauer an. Die alte Tradition der bayerischen Lüftelmalerei, das ist die Malerei an Hausfassaden mit bunten Bildern, ist immer noch vorhanden. Die Malereien sind meist religiöse Motive, aber neuerdings sind auch moderne und profane Alltagsbilder zu sehen. Eine Seltenheit, evangelische Kirche im katholischen Bayern. Doch da taucht
sie bereits auf, die katholische Kirche. Schauen wir sie uns doch einmal von innen an. Das gibt es doch nicht. Ein kleiner Fiat mit Dürener Kennzeichen, DN, hier in Berchtesgaden. Ja, ja, Regenwetter am Dienstag. Langsam.
Na, dann wollen wir mal die Almbachklamm aufzeigen. Und wieder hoch.
Hier an dieser Stelle machen wir die Kehrtwende. Weiter nach oben zu gehen lohnt sich wirklich nicht, denn weiter oben ist, wie man sieht, die Klamm nicht mehr so spektakulär und es geht auf normalem Wanderweg weiter. Unten angekommen haben wir uns für den doch nicht so leichten Klammaufstieg im Café Kugelmühle mit Cappuccino und Zwetschgendatschi belohnt. Für Nichtbayern übersetzt, Zwetschgendatschi ist Pflaumenkuchen. Zwetschgendatschi. Ja, ja. In diesem Teil des Videos kommt wieder das Wort Salz ins Spiel, nämlich in dem Namen der österreichischen Stadt Salzburg. Mitten durch Salzburg fließt die Salzach, die ihren Namen der Salzschifffahrt verdankt, die bis ins 19. Jahrhundert auf dem Fluss betrieben wurde. Der interessanteste Teil Salzburgs ist ohne Zweifel die Altstadt. Dort ist der Touristenverkehr tagtäglich enorm. Das Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart, Getreidegasse Nummer 9, ist die Attraktion in der Altstadt. Das Haus wird jeden Tag tausendfach von den Touristen umlagert und fotografiert. An Mozart kommt in Salzburg keiner vorbei. Er ist allgegenwärtig. Mit je 2 PS sind die Viehacker ein gemütliches Verkehrsmittel. Ist das etwa Mozarts schwebender Geist?
Die Residenz Salzburg. Hallo, eine Eier. Eier von freilaufenden Bauern. Der alte Markt ist meist Schauplatz einiger Veranstaltungen in der Altstadt, wie hier mit großen Seifenblasen nicht nur den Kindern eine Freude gemacht wird. Ein ganz besonderes Ereignis wiederholt sich jedes Jahr an dieser Stelle. Am Domkirchweihfest zu Rupert, dem Salzburger Rupertikirchtag, hat die Salzburger Bürgergarde ihren festen Platz. Still.
Am Ruperti-Kirchtag treten die Männer in ihren historischen Kostümen an, um den Salzburger Bürgermeister mit kräftigen Salutschüssen aus ihren Kanonen zu begrüßen, der dann den Ruperti-Kirchtag eröffnet. So endet also der Besuch in Salzburg und mit dem Linienbus ging es wieder nach Berchtesgaden zurück. Parkplatz zum Kirchsteinhaus. Wenn man zum Kirchsteinhaus will, kommt man mit dem Auto nur bis zum Parkplatz Storsteiner Hof. Die Straße zum Kehlsteinhaus hinauf ist nur für Busse nicht gesperrt. Also heißt es am Parkplatz, Tickets für den Bus kaufen. Im Nationalpark Berchtesgaden, eingebettet zwischen Watzmann und dem Ski- und Erlebnisgebiet Jena, liegt der Königssee. Das in den Jahren 1937-38 Die Busse erreichen das Kehlsteinhaus auch nicht direkt. Für sie ist ebenfalls Endstation auf dem Busparkplatz unterhalb des Kehlsteinhauses. Doch schon vom Parkplatz hier oben hat man bereits einen wunderbaren Fernblick. Doch wie gelangt man denn endlich zum Kehlsteinhaus? Antwort: circa 100 Meter zu Fuß durch diesen Tunnel bis zum Aufzug nach ganz oben. Wie man hier auf den Wegweisern sieht, gibt es auch einen Wanderweg nach unten. Umgekehrt geht es natürlich auch. Da unten liegt Berchtesgaden. Ja, ja. Ja. Berchtesgaden Anruhe.
Mehr geht's nicht. Wie auf der Tafel zu lesen ist, diente früher das Haus für Staatsempfänge. Was aber hier nicht dokumentiert wurde, die Staatsempfänge gab damals die NSDAP mit ihrem Führer Adolf Hitler. Übrigens liegt auf dem Obersalzberg das damalige Domizil von Hitler hier quasi um die Ecke. Ja, und dann wieder Stopp. Nun an geht's back up. Zu Fuß zur Bushaltestelle.